Hallo ihr Lieben, habt ihr Lust, zusammen mit mir meine Post zu öffnen? Ich habe hier 4 Pakete rumliegen, die liegen teilweise auch schon ganz schön lange rum. Ich wollte aber warten, bis alles da ist und das Ganze dann mit euch zusammen hier im Video öffnen. Okay, welches öffnen wir zuerst? Ich würde sagen, wir öffnen das hier. Das habe ich auch schon mal kurz in einem Short gezeigt, falls sich jemand dran erinnert. Aber ja, es ist bis jetzt noch nicht geöffnet worden. Das machen wir jetzt. Es sind 3 Scrawler-Boxen. Und wisst ihr was? Ich habe hier noch viel mehr alte Scrawler-Boxen rumliegen, die noch nicht geöffnet sind. Genauso wie Upgrade-Boxen. Ich zeige euch die mal, die hier noch in der Schublade liegen. Tada! War, liegt unter dieser hier der Inhalt von 4 Scrawler-Boxen. Und hier haben wir noch 4 Upgrade-Boxen, die zum Teil zwar schon geöffnet sind, aber komplett unbearbeitet sind. Also das wird auf jeden Fall noch jede Menge Videomaterial geben. Ja, schreibt mir das doch mal in die Kommentare, welche Boxen ich als erstes öffnen soll. Upgrade-Boxen oder doch lieber die Scrawler-Boxen. Wir machen weiter mit dem nächsten Päckchen und das ist das hier. Oh mein Gott, ich glaube, auf das bin ich am meisten gespannt von allem. Das ist nämlich für mich persönlich was ganz Besonderes und ich hoffe, euch gefällt es auch. Oh mein Gott! Ich habe meine ersten Prints machen lassen und es sieht so gut aus. Die Farben sehen genau aus wie im Original. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an das hier? Das habe ich mal mit einer Upgrade-Box gemacht. Und es fühlt sich auch so gut an. Also das ist auf Hahnemühle Künstlerpapier gedruckt. Es hat so einen matten Effekt und sieht einfach aus, als ob es direkt da drauf gemalt wäre. Oh, ich bin mega zufrieden. Dann haben wir die kleine Meise. Dann habe ich einen Print von meiner Taube. Das war eine Collage. Sieht einfach aus wie das Original. Dann hier meine Affenserie. Wisst ihr, wie oft ich versucht habe, das hier selbst zu drucken und es hat einfach nie hingehauen und jetzt habe ich es hier in Auftrag gegeben und es ist so schön geworden. Die Farben leuchten und es sieht einfach natürlich aus, als ob es direkt mit Pastell hier drauf gezeichnet ist. Oh, ich freue mich einfach so. Es ist so schön, die ersten Prints in der Hand zu halten. Ja, was mache ich jetzt mit den Schätzchen? Natürlich möchte ich sie gerne verkaufen. Ich habe ja schon seit Anfang des Jahres in Planung, dass ich meinen Webshop eröffne. Und ich glaube, ich bin jetzt sehr nah dran. Zumindest habe ich schon mal einen Teil der Produkte. Ich möchte jetzt erstmal schauen, was überhaupt davon gefragt ist. Deswegen habe ich jetzt zum Teil auch nur eins erstmal bestellt. Von den Bildern, die mir selbst einfach am besten gefallen und von denen ich dachte, dass sie vielleicht auch euch gefallen. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wann mein Webshop eröffnet. Und jetzt mal ganz unabhängig davon, ob ihr was kaufen möchtet oder nicht. Ihr würdet mir schon sehr weiterhelfen, wenn ihr in die Kommentare mal reinschreibt, welche der Prints am interessantesten sind und welchen davon ihr kaufen würdet, wenn ihr denn Geld dafür ausgeben wollen würdet. So, jetzt haben wir noch 2. Ich kann es ja schon mal sagen, das hier ist von Gustavsson. Ich habe schon so viel Gutes über diesen Online-Shop gehört. Es ist ja ein kleines Unternehmen aus Deutschland, die Kunstmaterialien verkaufen. Und es soll anscheinend auch immer sehr liebevoll verpackt sein. Da bin ich jetzt sehr gespannt darauf, ob das auch wirklich so ist. Und dann habe ich hier noch einen Umschlag. Der lag bei mir im Briefkasten. Und zwar sind das Schnittmuster für ein,
weiß nicht, wie es heißt, so ein skandinavisches Weihnachtspferd. Es ist so süß, es ist alles ausgedruckt und da hat sie noch was dazu geschrieben für mich. Und zwar hat sie mir das geschickt, weil sie war bei uns in der Kunstwerkstatt und wir hatten es dann vom Nähen und ich habe ihr dann erzählt, dass ich wirklich eine absolute Niete im Nähen bin und keine Ahnung davon habe. Und sie hat mir dann auf ihrem Handy diese Pferdchen gezeigt und ich fand die so süß, also gerade hier für die Weihnachtszeit und es passt einfach auch so gut hier zu Skandinavien, dass ich sie gefragt habe, wie sie die gemacht hat. Und dann meinte sie, ja, ich schicke dir das alles per Post. Sag mir doch mal deine Adresse. Und ja, okay, dann habe ich ihr die Adresse gegeben, aber ich hatte niemals damit gerechnet, dass sie mir das wirklich schickt. Und dazu dann auch noch so ein kleines Stoffmuster, damit ich weiß, was ich nehmen muss. Und natürlich werde ich das auch machen. Ich zeige es euch dann mal kurz vor Weihnachten, wie es aussieht. Wird schon hinhauen. So, jetzt kommen wir zum letzten. Gustav, so ein Paket. Ach so, und falls ihr euch fragt, warum mein Atelier hier im Hintergrund immer noch so scheiße aussieht nach mehreren Monaten, es war einfach keine Zeit dazu und ich habe nochmal alles ein bisschen umgestellt und jetzt werde ich am Wochenende das Ganze fertig machen. Ich habe jetzt auch noch ein paar Möbel gefunden und dann wird es auch endlich diese Roomtour geben. Liebe Pakete auspacken, es ist immer wie Weihnachten. Vor allem, wenn man sich nicht mehr daran erinnert, was man überhaupt bestellt hat, ist es noch besser. Okay, ich sehe schon Sachen, die ich gar nicht bestellt habe. Da sind wirklich Geschenke drin. Eine Hahnemühle Papierprobe. Dann haben wir mega süße Postkarten und Sticker. Boah, das hier gefällt mir besonders gut. So süß. Und nochmal so eine kleine Postkarte. Wie schön ist das einfach. Ich werde nie wieder woanders bestellen. Noch ein kleiner Sticker. Habe ich das bestellt? Oder ist das noch ein Geschenk? Geschenkanhänger. Ein Tombow Fineliner. Also ich habe ja schon gehört, dass dann mal ein Sticker drin ist und ein kleines Geschenk, aber das übertrifft uns gerade alles. Verdient ihr überhaupt Geld mit ihrem Shop? Ein Mononote, auch von Tombow. Ein Correction Tape. Habe ich das bestellt oder ist das noch ein Geschenk? Nein, das habe ich bestellt. Okay. Ein kleines Fläschchen Rubelgräb. Ich habe mir mal das Eingefärbte bestellt. Man sieht es einfach doch besser auf dem weißen Papier. Und mein altes Rubelgräb war eingetrocknet, deswegen habe ich das bestellt. So, und dann, das war das Einzige, woran ich mich noch erinnert habe. Ich habe mir die Dotcut bestellt von den super granulierenden Farben von Schminke Hoger Damen. Die werde ich auf jeden Fall auch noch in einem Video für euch swatchen. Ah, genau. Ein Hahnemühle Harmony Block Hot Pressed Aquarellpapier in 300 Gramm. Boah, ich habe mich einfach noch nie so über eine Bestellung oder über eine Sendung gefreut. Falls ihr den Online-Store noch nicht kennt, ich packe euch mal den Link in die Beschreibung rein. Schaut da unbedingt mal vorbei, wenn ihr auch so schöne Geschenkbestellungen bekommen wollt. Also diese drei Dinge habe ich wirklich bestellt. Jetzt kommen die Geschenke. Danke an euch. So eine tolle Lieferung. Danke, danke, danke. Wenn euch mein Paket-Auspack-Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da oder auch ein Abo, wenn ihr sehen möchtet, was ich aus den Sachen mache. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wir sehen uns. Macht's gut, bis dahin. Ciao.